Hallo, ihr wunderbaren Widdergeborenen und Widder-Aszendenten. Ganz herzlich willkommen zu meinem Liebeshoroskop im Januar 2017. Mein Name ist Antonia Langsdorf und ich möchte euch durch eure Konstellationen begleiten. Ihr Lieben, entspannt euch zu Neujahr erstmal. Es kann sein, dass ihr in einer Beziehungsangelegenheit nicht recht weiterkommt. Vielleicht solltet ihr die Sache erstmal ruhen lassen. Das kann sich noch bis Ende des Monats hinziehen. Dafür gibt es dann im Februar ein wahres Feuerwerk der Liebessterne. Und jetzt zu eurem Erlebnishintergrund, zu den längerfristig wirkenden Planeten bei euch. Also ihr müsst euch überhaupt keine Sorgen machen, denn ihr habt Jupiter im Partnerhaus, den Glücksplaneten. Das heißt, aufs Ganze gesehen ist da auf jeden Fall viel, viel, viel los, was neue, prickelnde Beziehungen angeht. Nur habt ihr eben jetzt im Januar Venus und Mars, die Liebesplaneten im 12. Haus. Und das kann einfach so ein bisschen bedeuten, dass da in der Liebe die Sachen so ein bisschen zur Ruhe kommen. Deswegen, ne, entspannt euch also erstmal. So, und dann haben wir eben hier Jupiter, dann habt ihr den Uranus ja im 1. Haus. Das kennt ihr ja schon, der steht da ja schon eine ganze Weile. Und steht auch noch das ganze Jahr 2017 dort. Und außerdem noch Saturn, der steht hier in einem günstigen Aspekt zu den beiden. Das also, und das alles im günstigen Aspekt zur Widdersonne, das ist also gar nicht schlecht. Das bedeutet auch, dass ihr, wenn ihr neue Beziehungen anfangt, die Chance habt, dass daraus auch was Bleibendes wird. Ne? Weil eben der Beständigkeitsplanet Saturn hier im günstigen Aspekt zu diesen beiden steht, weil die sind jetzt mehr so aufgeregt. Ne? Die wollen was Neues anfangen, was Tolles, was Aufregendes. Aber hier steht Saturn und sagt, ja, okay, aber lass uns das Ganze auf realistische Füße stellen und dann kann daraus auch was werden. Genau. Und diese Einflüsse wirken ziemlich gleichmäßig und gleichzeitig im Januar, und zwar auf die Geburtstagskinder, die zwischen dem 9. und 16. April Geburtstag haben. Also das ist eigentlich alles ziemlich gut. Dann gibt es noch einen schwierigen Aspekt zu Machtplanet Pluto. Den habt ihr auch schon lange da stehen. Und der steht auch noch das ganze Jahr dort und bildet eben einen Spannungsaspekt auf die Widdersonne, steht für euch im 10. Haus der Karriere und kann einfach anzeigen, dass es Anstrengungen, vielleicht auch Machtgerangel in beruflicher Hinsicht gibt für euch, ne, wo ihr euch da wirklich behaupten und positionieren müsst. Und auf der privaten Ebene kann es auch zeigen, dass der Partner oder jemand Nahestehendes vielleicht in der Krise ist und ihr da jetzt gefordert seid, euch da einzusetzen. Es kann übrigens auch gut sein, dass der Partner beruflich in der Krise ist. Ne? Das kann es auch bedeuten. Also da müsst ihr euch eventuell drauf einstellen und das spüren diesen Monat besonders diejenigen, die zwischen dem 4. und 9. April Geburtstag haben. Und jetzt gehen wir den Monat durch und schauen, welche Themen da wichtig sind und was eure Top-Tage sind. Also, das Thema vorgibt der Neumond am 29. Dezember 2016, und der steht eben für euch im Haus der Karriere. Und das ist vielleicht wirklich ein bisschen schwierig, weil da auch noch der Merkur rückläufig ist. Das bedeutet, ihr seid vielleicht auch so ein bisschen in einem Moment, wo ihr selber nicht so genau wisst, wollt ihr so weitermachen oder nicht, wollt ihr was ändern. Also reflektiert da mal drüber ganz gründlich, ne? Geht mal so ein bisschen nach innen. Mit dem rückläufigen Merkur ist es eher gut zu reflektieren und nachzudenken und vielleicht auch zu recherchieren, um rauszufinden, wo es langgehen kann. Und rechnet auch damit, dass ihr vielleicht eure Meinung nochmal ändert. Aber es ist schon eine gute Konstellation, um über die größeren beruflichen Ziele, wo ihr hin wollt, nachzudenken. Und dann am 8. Januar, wenn der Merkur wieder direktläufig wird, gewinnt ihr dann auch schon mehr Klarheit darüber. Aber es ist eben wichtig, dass ihr da mal ein bisschen in euch geht, ne? Weil die Situation ja vielleicht auch nicht ganz einfach ist für euch. So, dann am 3. geht dann eben die Venus in die Fische, wo auch der Mars schon steht, und damit so ein bisschen ins Verborgene. Ne? Also die Liebe geht so ein bisschen ins Verborgene, ist nicht mehr so direkt greifbar. Deswegen, also falls Liebesangelegenheiten so ein bisschen zum Stillstand kommen, entspannt euch einfach. Das wird von ganz alleine wieder besser oder wilder, kann man richtig sagen, dann im Februar. Am 8. haben wir dann den Merkur, der wieder direktläufig wird. Und das ist halt gut für euch dann. Der steht dann auch erstmal günstig hier zum Pläne machen in den Schützen. Und dann geht dann am 12. in euer Berufshaus. Und da ist dann auch der Vollmond. Der findet am 12. Januar statt. Vorher habt ihr, Moment, vorher habt ihr noch einen Top-Tag hier mit dem Mond in den Zwillingen. Der ist gut für euch.
Besonders der Zehnte, da kommt ihr auf so manche gute Idee, auch eure eventuellen Karriereprobleme zu lösen. Also hier gute Ideen, aber auch im Austausch mit anderen. Ja, also es kann sehr gut sein, dass ihr dann über den Flurfunk was hört, was da für euch wichtig wird, oder eben auch durch Freunde oder dass ihr jemand Nettes kennenlernt, während ihr über diese Dinge nachdenkt. Das ist eine gute Konstellation für euch. Dann haben wir ja den Vollmond am 12. Der ist eine ziemlich krasse Konstellation, weil der hier voll diese Spannung aktiviert, die jetzt für euch auch alle, diese Planeten stehen für euch alle in Spannung auf die Widdersonne. Seht ihr hier alles rot, alles voller Spannung. Es ist eine sehr spannungsgeladene Konstellation. Also zum Beispiel würde ich da an dem 12. jetzt nicht gerade irgendwelche Grundsatzgespräche mit dem Chef führen. Ich würde aber auch keine Beziehungsgrund, ich würde überhaupt keine Grundsatzgespräche führen in der Zeit, sondern wirklich einfach gucken, dass man alles ganz normal laufen lässt. Wenn ihr nicht schlafen könnt, wundert euch nicht, liegt dann echt am Vollmond und versucht einfach vielleicht einen Spaß zu haben und euch ein bisschen abzulenken. Oder wenn ihr spirituell unterwegs seid, kann auch die Beschäftigung mit der Spiritualität euch da sehr helfen und wirklich auch zur Entspannung führen. Und auf der anderen Seite haben wir auch hier eine Entspannung durch Saturn. Das heißt also mit vernünftigem Denken, mit vernünftigen Plänen, hier Saturn im 9. Haus, vernünftige Pläne machen. Wirklich überlegen, was ist realistisch, was kann ich tun. Das würde euch auch da helfen, diese Spannung ein bisschen abzumildern. Ja. Es kann aber natürlich sehr prickelnd sein, vor allen Dingen für Singles ist dieser Vollmond schon eine sehr prickelnde Konstellation, also oder rund um den Vollmond, ist nicht nur der Tag selber. Am 13. und 14. habt ihr zum Beispiel auch eine sehr schöne Konstellation, denn da steht der Mond im Löwen bei euch in dem Bereich, der für Lust und Liebe zuständig ist. Vielleicht solltet ihr euch an dem Wochenende, ist nämlich ein Wochenende, also Freitag der 13., Samstag der 14., was Schönes gönnen, was mit Lust, Kreativität, Liebe oder auch Sport zu tun hat. Das wird euch gefallen und auch zur Entspannung beitragen. Vielleicht eben auch mit jemandem Netten, mit einem Kumpel, Freundin oder eben auch mit dem festen Partner zusammen, wegen dieser schönen Konstellation, die auch wieder in den Partnerbereich zeigt. Also in der Begegnung, in der Verbindung, kreativ sein, Sport treiben, ja, oder eben auch Sex haben. Ne? Das ist einfach, sind zwei super Tage für sowas. Genau. Dann habe ich noch einen Top-Tag anzubieten am 19. Das ist nämlich auch sehr schön, wenn dann die Sonne in den Wassermann geht. Dann steht sie den ganzen Monat sehr günstig für euch im Haus der Freundschaft und auch Aktivität mit der Clique oder auch mit Gruppen, wenn ihr was lernt. Ne? Wer sich für Astrologie lernt, interessiert, Webinare, solche Sachen stehen da auch unter guten Sternen. Da würdet ihr Spaß dran haben und auch wieder nette Leute kennenlernen. Das ist auf jeden Fall gut für euch. Und dann haben wir auch noch den Mond in der Waage am 18. und 19. Beides auch sehr gut für euch, weil es eben Partnerschaftsthemen aktiviert. Wenn auch vielleicht manchmal mit etwas unberechenbarem Ergebnis, weil der Uranus hier dabei ist. Aber so ist es halt nun mal. Das seid ihr ja wahrscheinlich schon gewöhnt, denn der steht da ja schon eine ganze Weile. So, und dann gibt es noch ein Top-Wochenende für euch. Am 28. und 29., da stehen die Sterne auch sehr schön. Da haben wir nämlich den Neumond im Wassermann, erstmal im Freundschaftsaspekt. Unterstützung, da könnt ihr mal meditieren darüber, wer könnte euch unterstützen, wer könnte euch bei was helfen oder was wollt ihr mit euren Freunden Schönes unternehmen in den nächsten 4 Wochen. Und dann geht eben der Mars in den Widder und bleibt euch dann für den ganzen Monat im ersten Haus erhalten. Das heißt, ihr bekommt Schwung, ihr bekommt Durchsetzungskraft, Lebensfreude, Lebenslust. Ihr geht dann allerdings auch keinem Konflikt mehr aus dem Wege, klar. Aber die Venus kommt dann kurze Zeit hinterher und das Ganze im Februar eben. Und wir haben dann ganz tolle Sterne rund um den Valentinstag für euch auch, wo ihr dann wirklich ein Feuerwerk erleben oder auch selber abbrennen könnt im Februar. Ne? Da komme ich aber dann noch zu, wenn wir uns den Februar anschauen. Jetzt schaut erstmal, dass ihr gut durch den Januar kommt. Und wenn ihr euch für eine persönliche Beratung interessiert, dann könnt ihr die natürlich bei mir buchen oder gewinnen. Wenn ihr nämlich meinen Kanal abonniert oder abonniert habt, dann nehmt ihr automatisch an der Verlosung teil, 15 Minuten Kurzberatung. Ihr könnt mich auch für eine dringende Frage auf der Hotline erreichen. Da könnt ihr am besten vor auf dem Kundentelefon anrufen, mit mir einen Termin vereinbaren. Und wenn ich dann Zeit habe, können wir spontan auf der Hotline zum Minutenpreis von 2,99 € telefonieren oder ihr bucht eben einen richtigen Termin bei mir. Und am 28. Januar beginnt mein neuer Kurs Liebe und Partnerschaft im Horoskop. Da könnt ihr lernen, wie man ein Horoskop richtig deutet.
Und wenn euch das interessiert, gibt es dazu ein kostenloses Infowebinar am 28. Dezember. Es steht dann auch als kostenloses Video noch zur Verfügung. Genau, ne? Habe ich euch jetzt, glaube ich, alles gesagt. Jetzt wünsche ich euch alles Gute mit den Sternen.